Ich stehe hier mit Otto Schönbach vor seinem Twizy. Otto, was ist ein Twizy? Ein L7E Leichtkraftfahrzeug zur Personenbeförderung bis 500 Kilo oder auch einfach ein Quad. Das heißt, was stelle ich mir genau darunter vor? Naja, es ist einfach ein elektrisches Kleinfahrzeug, das mit einer relativ kleinen Batterie, aber für die Stadt sehr gut geeignet ist und ganz einfach aufzuladen und für den Alltag und für die Stadt einfach eine sehr, sehr gute mobile Option. Jetzt habe ich gesehen, ein Twizy hat gar keine Scheiben. Warum? Weil er die gar nicht braucht. Also ein L7E ist eben auch kein Pkw und Scheiben kann man dazu kaufen, aber die sind eigentlich nicht wirklich nötig. Also man braucht sie nicht, es gibt welche, aber sie sind für mich persönlich nicht nötig, brauche ich nicht. Jetzt habe ich gesehen, Nordkap Twizy Treffen Challenge 2018, was war denn das? Naja, ich wollte mal zeigen, was mit Mobilität möglich ist und vor allem mit kleiner Mobilität, mit kleinen Fahrzeugen, weil jeder immer Angst hat in meiner Stadt, ach, wenn ich nur 200 Kilometer Reichweite habe, das funktioniert ja nicht. Und jetzt wollte ich mal zeigen, dass ich mit einem Fahrzeug, das nur 60, 80 oder 100 Kilometer weit fährt, ganz andere Strecken problemlos bewältigen kann. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und bin über 7 Länder quasi als erster Mensch mit dem Twizy über den Polarkreis ans Nordkap gefahren. Um die Leute neugierig zu machen und zu zeigen, hey, schaut mal her, es geht. E-Mobilität, gerade ein großes Thema. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie auf E-Mobilität umsteigen wollen? Als erstes, was ist wirklich mein Nutzerprofil? Also wie viele Kilometer lege ich zurück? Kann ich laden, kann ich nicht laden? Was habe ich für ein Budget? Diese Punkte erstmal wirklich durchgehen, was brauche ich wirklich? Und dann mit Menschen reden, die schon ein paar Jahre Erfahrung damit haben, die sich bei den Modellen besser auskennen, die ladetechnisch, ladekartentechnisch ein bisschen mehr Erfahrung haben und in denen erstmal in Ruhe reden und sich umhören, was brauche ich und was es kann für mich das Richtige sein. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, am besten einfach mal eine Woche lang ein Modell ausprobieren oder einen Monat im Alltag sehen, klappt's und dann ist man eigentlich gut aufgestellt.